Kaserne, die werden sich, glaube ich, nicht entwickeln, weil nicht genug Unterhaltung zur Verfügung steht. Stimmt, Unterhaltung könnte ich ja auch noch hinmachen. Ja, doch, er hat sich nochmal entwickelt. Geilo! Unterhaltung. Zirkus? Maximus. Soll ich hier mal so einen Maximus hinstellen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir kriegen jetzt eh gleich wieder Geld. Ja. The Senate worries that you are not pulling your weight, so we decided. Achso, das haben wir ja schon gehabt. Bäm! Ja, wollt Unterhaltung haben? Hier ist Unterhaltung! Okay, die haben eine Kaserne in der Nähe, Unterhaltung haben die in der Nähe. Eigentlich müsste das jetzt sogar noch größer werden. Falls ich irgendwas anderes vergessen habe. Solange das increasing, bla bla bla. Wie mache ich das denn hier? Brauchen die eigentlich irgendwas? Keine Wasser? Kein Wassersupply. Kann ich erklären. Das kann ich auch ganz schlecht erklären, weil ich jetzt hier kein Aquädukt mehr dran kriege. Weil ich keinen Platz mehr für ein Aquädukt habe. Scheiße. Dann müsste ich das Wasser von hier irgendwie noch holen. Auf jeden Fall, bevor ich zumache. Damit hier vielleicht noch ein paar Häuser hinstellen kann. Das wäre natürlich sehr teuer, ne? Das Aquädukt dann bis hier komplett nach unten zu ziehen, das ist natürlich sehr teuer. Mai haben wir. Also war vielleicht hier so ein Kloppen und dann. Ah, das ist sehr teuer. Das ist sehr, sehr teuer. Teilweise sieht das echt gut aus und teilweise ist es irgendwie so verkrüppelt. Ich weiß nicht. Teils, teils, meine Damen und Herren. Alter! Das Geld! Einer geht noch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist euch. Geht es euch auch so, dass irgendwie, wenn man jetzt hier Cäsar 2 spielt, dass man wieder voll Bock hat, Asterix und Obelix zu gucken? Wieso haben die eigentlich keine Krüge draußen? Output is limited at the moment by insufficient city-wide demand. City-wide demand? What? Weil meine Stadt zu klein ist, oder wie? Oder was meint ihr damit? Ach, da ist noch ein Dings, hier, ein Garten fehlt da. Von dem letzten Strike da. Von dem letzten Überfall. Strike! Oktober. Ja, wir können das Haus halt noch ein bisschen weiter rumziehen hier. So. Bis zum Reservoir hier. Zack. Ey, in der deutschen Version war hier, glaube ich, aber auch die Preise noch mit dabei, oder? Reservoir 80. Hat es nicht 80 gekostet? Ne, 50 hat es gekostet, das. Sehr strange. So, gleich kriegen wir erstmal wieder Geld. Also es ist gut, dass ich die Geschwindigkeit auf 10 gestellt habe gerade. Das ist übrigens aus Nutzerfähigen Resort of Nearby Entertainment. Die wollen zwei unterschiedliche Arten von Entertainment haben. Was soll denn das? Ich noch ein Odeum hier hinstellen. Wie wär's damit? Seid jetzt glücklich? So, jetzt kriegen wir ungefähr immer 4000 dazu. So 3 bis 4000. Es wird halt, steigt halt immer so ein bisschen mehr. Water, bla bla bla. Okay, alles fertig. So, jetzt steigt es auch weiter an, weil es jetzt zwei Lack of Newbie Grammaticus. Keine Ahnung, ob es nah genug ist. No Water Supply. Ja gut, das könnte sich ändern jetzt hier, wenn ich jetzt hier... Ah ja,
Hier ist gerade auch eine Show im Gange. Die ganzen Leute sitzen da drin, das ist richtig schön. Niedlich animiert. So, ich kann mal da halt noch ein Ding hinstellen. Und dort könnte man noch ein Ding hinstellen, wenn man jetzt hier ein Reservoir baut. Ich liebe das Aquädukt, ich liebe das, das sieht so schön aus, finde ich. Fand ich schon bei Assassin's Creed übelst cool. Da könnte man jetzt auch ein paar Häuser hinstellen und da könnte ich jetzt ein paar Häuser hinstellen. Ein paar vor allem. Reicht das bis Wasser hier? Dann bräuchten wir natürlich jetzt erstmal wieder ein Aventinus-Forum. Wir bräuchten 1000 Foren überall. So ein Palatine können wir mal machen, ne? Oh, das ist riesig. Puff. Das ist ein großes Forum. Jo, und hat auch schon gleich verbessert. Cool. Mit ein paar Stühlchen, einem Teppich und irgendwie so eine komische Statue. Wird das Supply, bla bla bla. Markt können auch mal wieder hinkloppen irgendwo. Und nicht zu vergessen der Schutz. Warte mal. Machen wir den Plaza mal lieber hier so hin. Da so dran. Ich glaube, es würde ganz cool aussehen. So, zack, zack. Dann da so. Da kann man nämlich jetzt hier immer noch schön überall schön Schutz hinknallen. Hinlallen auch genannt. Weil ich vertraue den Leuten jetzt hier nur noch so weit, wie ich sie werfen kann. Alter, wie cool sieht das Forum denn bitte aus jetzt? Hammer. Nice. Gefällt mir. Vor allem, ich habe mal geguckt, so deutsche Let's Player, die Cäsar 2 Let's Played haben, ist echt, ja, relativ wenig. Aus gewissen Gründen, weil man das Spiel kaum noch spielt. Ich habe 87 Minus Darlehen, ups. Ich sollte vielleicht mal die Fresse halten, gucken, was ich hier mache. No Denari! You have exhausted the funds in the treasury. The Imperial will... die ein bisschen Geld schicken. Egal, es ist Dezember, Mensch, das Ende des Monats. So, trinke ich doch erstmal einen drauf. So, jetzt haben wir wieder... So, die entwickelt sich nicht, weil natürlich wieder ein scheiß Forum fehlt. Natürlich, ist klar. Aber die hier, die haben ein Forum, na klar. Warum? Das Haus hier hat ein Forum. Das hier nicht. Weil die eine Straßenanbindung haben. Und der hier nicht. Eine Straßenanbindung sorgt dafür, dass die Häuser eine höhere Range haben, oder was? Was die Bedürfnisse angeht? Ich meine, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Das ist mir neu. Auf sowas habe ich als Kind nicht geachtet. Egal. Solange da keine irgendwelche Opfer drin sind, die mal meine Stadt zerstören, aber zerhauen wollen. Gibt's aus Maul! Man sieht sofort das Maximum auf der Minikarte, ne? Das ist wie so ein Grabstein, sieht das irgendwie so aus. Wir können mal ein paar Gärten hier platzieren. Warum nicht? Kannst du einfach mal machen. Was baue ich denn hier unten hin? Hier habe ich nur so eine Reihe irgendwie. Ja, auch Garten? Ich meine, was anderes bleibt ja kaum was übrig, ne? Und das ist ein ziemlich bepflanzter grüner Weg. Sieht auch ganz schön aus. Also hier will ich immer mal schön abends lang gehen, mit dem Hund nochmal rausgehen, wenn es schön warm draußen ist. Herrenhäuser Gärten. Nur im alten Rom. Hier, die Herrenhäuser Gärten kennt kaum jemand. Außer jemand wurde in Hannover.
Ist mir gerade so aufgefallen. Wieso ist die... wie groß soll ich denn diese Stadt noch bauen? It's not for producing the business in insufficient local workforce. Okay, keine Ahnung, was das heißt. Hier habe ich jetzt noch einen Dreierplatz. Hier habe ich einen Viererplatz. Hier habe ich einen Dreierplatz. Da könnte ich vielleicht nochmal ein Hospital bauen. No Water Supply. Das ist natürlich ziemlich schlecht für ein Krankenhaus. Ich meine, hier bedient euch mit einem Brunnen. Das macht die Sache jetzt auch nicht viel besser, aber hey. Und gleich ein schönerer Brunnen. Grün ist halt das, was wichtig ist halt. Straßenanbindung und eine Verbindung zum Forum ist wichtig. Für das Krankenhaus. Lokal wird auch noch größer. Ich meine, die haben hier einen Grammaticus. Alter, Landwert 51. Library Cover ist 17%. Ja, Büchereien könnte ich halt noch überall jetzt welche hinbauen. Hier und da mal so. Zum Beispiel hier so, plack. Forum hat alles okay. So, Geld wird langsam weniger, aber es ist kein Problem, weil wir nämlich wieder Dezember haben. Also, GameSpeed 10 ist angenehm. Jetzt brauchen wir mal wieder neue Leute. Wieso? Achso, Straßen. City Water. Abwasserkanäle, weißt du? So, jetzt brauchen wir mal wieder langsam wieder ein paar mehr. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir wieder dieses Domus. Und das benötigt jetzt halt wieder, ja genau, Kaserne. Library ist 33%. Das werden wir jetzt nach und nach so langsam in die Höhe treiben. Zum Beispiel hier oben könnte auch noch sowas hin. Dieser kleinen Mini-Insel hier. Bäder könnte ich auch mal wieder ein paar, ne? Ich glaube, Bäder haben wir hier nicht so viele. Ja, doch, die zwei da. Jeder geht gerne schwimmen, ne? Ja, Bäder. Zack. Können wir mal... Da. Warte, bla bla bla. So, was stempeln wir denn hier hin? Worship. Education. Ein Retro haben wir jetzt aber da. Was haben wir denn jetzt schon länger nicht mehr gebaut? Eine Kaserne vielleicht? Hier eine Kaserne hinbauen? Kaserne vielleicht dorthin? The structure does not evolve. Das ist aber sehr schade. Was ist eigentlich, wenn ich hier eine Straße baue? Wie sieht denn das aus? Das sieht sogar cool aus, cool. Ja, hier zack. So, dann gehen wir da raus. Weil der Plaza kann man da nicht hinbauen, da durch entsteht kein Tunnel. So, wenn wir da eine Kaserne haben, dann können wir eigentlich nochmal wieder eine Basilika vielleicht machen, oder? Zack, so. Forumbraucher. Da können wir eigentlich auch mal wieder so ein Forum hier machen, so ein mittelgroßes. Zack. Ja, ich wollte es gerade abreißen, aber ich meine, jetzt hat sich gerade so schön entwickelt, dann sage ich mir, na nee. Machen wir hier so einen Tunnel hin?
Tunnel würde, glaube ich, ganz schön aussehen. Was dann nochmal zu Gärten führt. Links und rechts vielleicht, symmetrisch. Hier könnten wir jetzt auch nochmal Unterhaltung machen. Ein Odium oder ein Theater einfach mal. Zack. Wasser. Ey, Plaza will ich jetzt eigentlich nicht haben. Einfach nochmal einen Schutz haben hier. Zack, zack, zack. Zack. Da kommt dann nochmal eine Präfektur hin. Kannst du machen! 5600, dass ich das mal wieder sehe. Dass wir ein bisschen Geld haben hier. Ja, hier doch, das liegt, glaube ich, hier wirklich... Okay. Das liegt aber wirklich doch an dem, an der Größe der Stadt wahrscheinlich. Dass sie da nichts bauen. Produzieren. Oder so. Keine Ahnung. Bauen da vielleicht mehr Leute oder so. Das sieht auch cool aus hier. Das Forum sieht echt nice aus, so. Zuerst sah es richtig billig aus, weil es einfach nur weiß ist. Aber jetzt sieht es echt cool aus. Nice. Ich freue mich schon, wenn die ganze Aufnahme hier für die Katz ist. Ich meine, jetzt haben wir... Wir nähern uns so langsam so bis die Hälfte. In the city. Wasser. Was heißt hier keine Wasserversorgung? Kurz mal irgendwie ein Rohr zum Aquädukt hier hinten hinpacken und ein bisschen Wasser rausschlürfen. Blub. Schon sind die Steine drum. Ach, herrlich. Was könnte man hier noch hinstellen? Hier ist jetzt noch dieser ganze äußere Weg. Ja, jetzt wird es immer so ein bisschen... Ich will halt abwechselnd bauen. Ich will nicht halt immer alles das Gleiche irgendwo hinstellen, sondern... Was sagt denn jetzt die Bücherei hier? 52%. Naja, Entertainment Level 5. Hm. Nasejucken tun auch. Bäder haben wir. Grammatikus sehe ich da auch. Ein Tempel vielleicht. Plupp. 46 Landwert. Alter. Der wird sich auf jeden Fall nochmal verbessern. Jo. Hallo! Hier, der Brunnen hat sich jetzt auch nochmal verbessert. Mit so einem Dach drüben, mit so einem Häubchen drüben drauf. Das sieht jetzt aus wie so ein Ziehbrunnen, ne? Eigentlich. Und wir haben knapp 7000. Sorry that you are not pulling up. Ja, das hab ich schon tausendmal gehört. Lass euch mal was Neues einfallen, Mensch. Ihr langweilt mich. Was? 50 Landwert! Ey, ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass das Bad so aussieht. Dass in der Mitte auf einmal so ein komischer Turm drin ist. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich als Kind nie geschafft, einen Landwert von 50 zu haben. Alter! 38.
Das ist der Link, das ist Entertainment. Alter, Entertainment, Alter. Was für Entertainment? Was wollt ihr denn noch für Entertainment haben, Mensch? Weißt du, hier in Odeum, da ein Zirkus, Maximus. Größer geht's nicht mehr. Liegt vielleicht an den ganzen 1000 Gärten, die wir halt hier überall platzieren. Hier könnte ich jetzt auch nochmal so einen Schrein platzieren. Das würde, glaube ich, so eine Ecke ganz schön aussehen hier. Ja, das sieht cool aus. Kein Wasser. Das Wasser können wir auf der anderen Seite hinstellen. Sprich, da so. 26. Jetzt können wir hier vielleicht noch mal ein Reservoir hinstellen. Ja, das Wasser reicht noch sehr gut. Das Wasser reicht noch dafür aus. Mir gefällt diese Ecke hier unten echt sehr schön. Mit den ganzen Gärten links und rechts. Das sieht echt schön aus. Ist auch eine sehr ruhige Gegend. Ist halt sehr weit weg von der City. Also, wenn wohnen, dann hier. Mit dem schönsten Bad bisher überhaupt. Ich dachte eigentlich, dass das immer die letzte Entwicklung wäre hier. Aber der hat ja noch eine vierte drauf lager. Ist ja geil. Der Tempel hat bestimmt auch noch eine Entwicklung. Weil das sieht noch so ein bisschen unfertig aus hier. Links da, rechts da, links unten. Links da, rechts da. Plaza vs. Statue. Entertainment. Könnte ich vielleicht nochmal einen Zirkus hinklatschen? Wir kriegen jetzt gleich wieder Geld. Dann haben wir wahrscheinlich 8000 oder so. Das läuft. 10.000! 10.000 Darlehen wieder. Ja, Mensch, Leute. Zirkus. Oh, ich will das auf jeden Fall beibehalten, links und rechts so Gärten hinzumachen. Das will ich auf jeden Fall so lassen. Das ist echt schön. Da nochmal ein Zirkus. Dann da die Gärten. Plaza hier so. Wasserforum. Nochmal ein Pelleter. Ich meine, ja, wir haben ja das Geld jetzt, ne? Da so. Hier so eine Verbindung, sozusagen als quasi Eingang. Ja, warte, okay, wenn es richtig schön aussehen soll, dann so. In allen Richtungen so ein Eingang. Kein Wassersupply. Ja, stimmt, Wasser müssen wir uns gleich wiederholen, ne? Nein, ich hab mich verbaut! Oh, ich hab mich wieder leck mich doch am Arsch. Der muss da weg. Was sind eure Lieblingsgärten? Ich meine, es gibt hier so drei unterschiedliche oder vier unterschiedliche Gärten, die es hier gibt. Ich fand als Kind immer hier diese Blume am schönsten, da wo in der Mitte immer so ein Stück... Ich weiß nicht, ob das Wasser sein soll oder ob das blaue Blumen sein sollen. Jedenfalls, das fand ich immer am schönsten. Und das Schlimmste, am ekligsten fand ich immer diese Wege hier. Weil es ist, das, ich finde das halt cool, dass man hier so lang gehen kann quasi. Dass in der Mitte hier so ein weißer Weg ist. Aber hier, wenn man die jetzt nebeneinander bauen will,
dann passt das nicht. Wow. Ich muss echt sagen, diese Ecke hier unten gefällt mir echt richtig schön hier. Also da oben, scheiß drauf. Da oben ist irgendwie so Detroit oder sowas und hier unten ist irgendwie, wow. Das gefällt mir richtig schön. Und gleich kriegen wir wieder Geld. ...9400. Ja, jetzt brauchen wir langsam wieder... Konnte man zwei... Ja, man konnte die gar nicht nebeneinander bauen. Scheiße! Man konnte die Aquädukte gar nicht direkt nebeneinander bauen, ne? Könnte man die denn, nee, man könnte auch keine Weiche, keine Abzweigung machen. So, wie machen wir das? Da unten bräuchten wir vielleicht mal wieder Wasser, weil ich hier irgendwie wieder ein paar Häuser hinstellen will. Ja... Ist nur die Frage, wo genau. Das hat sich auch wieder maximal verbessert. Alter, ist das cool! Die Gärten sind echt gut, glaube ich. Die erhöhen das den Landwert richtig gut. Alter, richtig schön. Schön! Das freut mich gerade richtig hart. Hier ein Reservoir vielleicht? Also unter anderem auch, ja. Nicht nur da. Aber da geht's auch. Und dann bräuchten wir, glaube ich, auch wieder einen hier so. Und wir bräuchten eventuell noch ein Reservoir. Und zwar... Ah, doch, man konnte eine Kreuzung machen, glaube ich. Na, aber nur an einem Reservoir. Da konnte man mehrere Verbindungen dran machen. Tja. Hier so drin eigentlich ja auch noch, ne? Oh, da habe ich ein bisschen zu weit gebaut. Scheiße. Krabum. Aquädukt bitte da lang. Ja, siehst du. Egal, wie immer das Geld. So, dann möchte ich ganz gerne da noch eine Verbindung. Da dran oder hier so dran? Was sieht schön aus? Ich glaube eigentlich, da dran sieht schön aus. Also als Aquädukt ist halt sehr teuer. Das kann man halt wirklich erstmal nur im späteren Spielverlauf machen. Deshalb sollte man am Anfang halt erstmal nahe am Fluss bauen. Dann hat man das Problem erstmal nicht. Jawohl, alles nichts Rotes. Ja, schön. Ja, und die sorgen sich weiterhin immer noch. Ja, sollen sie sich mal sorgen. Ich glaube, einer geht sogar immer noch. Eine Verbindung geht immer noch. Ein Reservoir. Vielleicht hier so hin? Mal gucken. So, jetzt können wir erstmal hier, weil jetzt können wir halt die ganze Zeit vom Fluss aus immer weiter nach unten rechts bauen. Was sieht denn schöner aus? Das hier? Nein. Dreier brauche ich. Das sieht schön aus. Ich
Water Supply, alles klar. Und lass mich raten, der hat... Doch, der hat ein Forum Aces. Warum? Wundert mich gerade so ein bisschen. So, dann wieder ein paar Plaza. Der zu einem Schutz führt vielleicht, ja. Prefecture? Prefecture. Wieso ist Dukaland, weil es too low? Achso, weil hier Schutt ist. Rubble. Ja, stimmt. Das sinkt den Landwert sehr krass, rapide. Wird sich ja noch ändern. So, und schon ist der Landwert auch schon gleich viel höher. Kann man auf jeden Fall so machen. Dann den Plaza kann man auf jeden Fall da noch hinstellen. Man könnte theoretisch da eine Verbindung machen. Da eine Verbindung, dann da wieder ein paar schöne Gärten hin. Dann... Da könnte ein guter Schrein hinpassen. Ja, ganz gut. Schrein geht immer mal. Gemeinschaftshütten. Die brauchen natürlich jetzt auch wieder Unterhaltung. Das ist immer ganz gut. Mal nochmal Maximus hinstellen. Soll er mal so krass sein? Würde gut hier hinpassen. Paff! Waterforum. Ja, alles klar. Ich brauche irgendwie kaum Fabriken, muss ich ganz ehrlich sagen.